Lukas Cordalis, er wendet sich Aussagen von Iris Klein. Im Finale der 16. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, wurde am Sonntag, 29. Januar 2023, Jamila Robe, 55, zur neuen Dschungelkönigin gekürt. Am Montagabend, 30. Januar, zeigte RTL das große Wiedersehen. Zunächst wurde die neue Königin des Dschungels vom Moderatoren-Duo Sonja Zietlow, 54, und Jan Köppen, 39, begrüßt. Doch nach harmonischen Anfängen wurde Lukas Cordalis, 55, auf die Beschimpfungen seiner Schwiegermutter Iris Klein, 55, angesprochen. Siegerin Jamila saß zunächst mit dem zweitplatzierten Luigi Gigi Birofio, 23, und drittplatzierten Lukas Cordalis am Tisch. Die Dschungelkönigin erklärte, dass sie ohne Plan oder Vorbereitung in die Show stolperte. Schließlich war sie für Schauspieler Martin Semmelrogge, 67, eingesprungen, der nicht nach Australien einreisen konnte. Sie sei authentisch und sie selbst geblieben, so Jamila. Das habe die Menschen vielleicht am Ende überzeugt. Gigi habe hingegen verschiedene Facetten gezeigt. Es hat gut getan, es herauszulassen, erklärte der Reality-TV-Darsteller. Er würde jetzt alles mehr wertschätzen. Lukas habe am Anfang ein Ziel gehabt, aber keinen Plan. Während Zietlow beteuerte, von ihm wenig Neues gesehen zu haben, erklärte der Ehemann von Daniela Katzenberger, 36, auch schwache Momente gehabt zu haben. Natürlich wurde auch das Fremdgedrama seiner Schwiegereltern Iris, 55, und Peter Klein, 63, angesprochen. Doch Lukas reagierte diplomatisch und beteuerte, dass er sich Harmonie wünsche. Anders reagierte der Schlagersänger, als Sonja die scharfen Aussagen von Iris über seine Mitfinalisten ansprach. Die Mutter von Daniela Katzenberger sei, wie man hört, gar nicht glücklich damit, dass Gigi und Jamila mehr Stimmen als Lukas bekommen haben. Zudem soll sie Gigi als A und Jamila als Schlange beschimpft haben, erklärte Zietlow mit gespitzten Lippen und fragte Lukas, ob es ihm wurscht sei, was seine Schwiegermutter so von sich geben würde. Ein Raunen ging durch den Raum. Lukas war es sichtlich unangenehm und er versicherte, es ist mir nicht egal, was meine Schwiegermutter denkt. Aber ich hoffe, dass sie nicht Dinge sagt, die sie später bereut. Damit wendete sich Cordalis deutlich gegen Iris Meinung, sagte, dass Gigi und Jamila es wahnsinnig verdient hätten, im Finale zu stehen und er der gelernten Visagistin den Sieg gönne. Jana Urkraft-Palaske, 43, und Sänger Markus Mörl, 63, mussten beide relativ früh gehen. Jana habe die Zeit außerhalb des Camps genossen, so auch Markus. Die ein oder andere Dschungelprüfung hätte ich gerne noch mitgemacht, stellte der 63-Jährige allerdings fest. Er sei bei sich selbst geblieben, aber hätte mehr Gas geben müssen, so sein Resümee. Aber er war im Dschungel vielleicht auch der Ruhepol. Denn laut Köppen fingen nach seinem Ausscheiden die Streitereien an. Verena Kert, 41, wisse nicht, warum sie überraschend als Erste gehen musste. Aber natürlich stand ein Thema im Fokus, ihre Verlobung mit Marc Terenzi, 44. Erstmal sei Planung angesagt, so Verena. Doch das Ja-Wort wollen sie sich noch 2023 geben, sonst wird es ja wieder nichts. Claudia Effenberg, 57, erklärte, dass vor allem Gigi sie überrascht habe. Aber das Bolognese-Geht durfte nicht unter den Tisch fallen. Die 57-Jährige sei sehr erleichtert gewesen, als es dann rauskam. Cecilia Asoro, 26, beteuerte hingegen, dass sie die Lästerattacken der beiden nicht schockiert hätten. Sie sei mit Verena nie warm geworden, die zwei zusammen seien für sie eine Katastrophe gewesen. Ich wusste, dass Claudia aneckt und lästert. Anführungszeichen. Auch Gigi hielt seine Meinung bezüglich Verena und Claudia nicht zurück. Die beiden hätten sehr gut zusammengepasst. Beide blond, die Lache hat auch gut gepasst.
er bleibe auch dabei, dass Verena nicht Verena war. Claudia empfinde er als anstrengend. Auch Cecilia bezog bezüglich ihrer Streitereien mit Model Tessa Bergmeier. Trage de mine caracterul meu de fier. Că bai plai vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.